So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in Gran Turismo 7. Wir sind zurück im wunderbaren Café, wo heute steht eine neue Meisterschaft an. Und bevor wir loslegen, muss ich mal ganz kurz ein bisschen was zum Sportmodus mich auslassen, weil momentan findet ja der Manufacturer und der Nation Cup in einer ersten Testsaison statt, um zu gucken, ob diese wunderbare Meisterschaft funktioniert. Weil die machen halt super viel Bock zu fahren, weil erstmal kompetitives Fahren, es gibt richtiges Qualifying, die Stars macht also einfach Bock, weil du halt mit Leuten meist Rennen fährst, die halt Bock auf Fahren haben und einfach kompetitiv fahren wollen, dementsprechend sehr geile Rennen dabei entstehen. Momentan ist es aber gut, dass es eine Testsaison ist, weil wir hatten gestern einen Stream und das Ding war broken as fuck. Also aus 3 Versuchen, ich habe von 5 Läufen versucht, 3 mitzunehmen, einfach mal testweise, hatte ich 2-mal, dass ich in der Boxengasse hängen geblieben bin und einmal dann, was ich dann noch als Aufnahme nach dem Stream probiert habe, einfach einen Blackscreen mit Fehlercode rausgeflogen bin. Also, ja, lief wunderbar, würde ich mal behaupten. Es ist gut, dass es eine Testsaison ist, momentan ist da noch ein bisschen was in der Arbeit. Ja, ne, nur damit ihr Bescheid wisst, ist extrem sexy, macht richtig Spaß und ja, ich hoffe, dass das bis zur richtigen ersten Season da auf jeden Fall alles gefixt worden ist. Wäre natürlich sehr nice, weil ich habe sehr Bock drauf und naja. Aber wer auch Bock auf Multiplayer hat, der kann gerne heute Abend vorbeischauen, wenn dieses Video online geht, an diesem wunderbaren Mittwoch um 20 Uhr bin ich nämlich mit dem Michel vom P1 TV wieder live. Wir fahren wieder ein paar Community-Rennen, also versuchen es, ist manchmal auch so ein bisschen schwieriger als nötig, aber wir werden Community-Rennen fahren. Und da könnt ihr schon dabei sein. Wenn ihr Bock habt, ne, schaut da gerne rein. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und heute geht's ran an die Panamerikanische Meisterschaft. Da sind nun Autos von Ford und Chevrolet. Okay, das hat wir. Aber den ersten Text hatten wir nicht so. Ich war gerade irritiert, ob ich das schon mal gelesen habe. Ich hatte ein Déjà-vu. Sie fahren auf Strecken in den USA, ebenso wie auf der legendären brasilianischen Strecke Interlagos. Versuchen Sie, in den Top 3 zu landen und kommen Sie wieder, wenn Sie es geschafft haben. Viel Erfolg da draußen. Da gehen wir doch mal rein. Das dürfte wieder ein geiles Intro geben, ne? Ja, dann blende ich mich doch mal aus. Das war ja mal wieder, ein sehr geiles Intro, muss man einfach mal sagen. Das war schon wieder sehr geil. Ich muss sagen, ich habe den einen Ford Focus in der 3. oder so gefühlt, der ja komplett weiße da. Das hatte sehr geilen Rallye-Vibe. Und ich bin jetzt kurz davor, den Focus umbauen zu müssen, weil der anscheinend ganz schön geile Frittentheke hat. Also zumindest sah es nach einem sehr geilen Spoiler aus. Wir schauen mal rein, was wir für eine Klasse haben müssen. Und dann schauen wir mal. Der Ford GT hätten wir theoretisch auch noch, aber okay, wir haben Nationallizenz, 700 und ja, boah Gott. 700er Score. Wie gesagt, Camaro müssen wir nicht tunen, den sind wir aber jetzt mittlerweile genug aufgefahren, müssen es vielleicht nicht ganz übertreiben. Deswegen, Focus wäre cool. Der Focus hätte halt brutal den Vorteil, Allrad. Könnte man sich auch optisch ziemlich geil gestalten, das Teil. Ford GT wäre natürlich Ford GT. Muss ich gerade überlegen, auf was ich Bock habe, bin ich ehrlich. Was machen wir denn jetzt? Ford GT oder Focus? Weil der Focus sah cool aus. Der Focus frisst vor allem mal nicht so viel unser Budget auf. Wisst ihr, wie ich meine? Den Ford GT können wir doch gerne nochmal. Obwohl, hier müsste ich Bösgeld reinstecken, dass wir überhaupt auf die Leistung kommen, ne? Obwohl, Gewichtsreduktion. Der Focus dürfte grundsätzlich von den Teilen nicht so teuer. Wir nehmen mal den Focus. Komm, wir nehmen jetzt mal den Focus. Ich weiß, alle wollten Ford GT. Ist mir schon klar und ist jetzt auch nicht der klassische Amerikaner, aber ich will mal gerade gucken, ich glaube, der Focus dürfte finanziell unser Portemonnaie ein bisschen weniger. Ja, gut, das ist deutlich günstiger alles auf jeden Fall. Eine Gewichtsreduktion hier 3,5. Ja, damit können wir einiges rausholen. Auch Rennauspuff 9. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was die Teile für den GT kosten, aber der dürfte ein gutes Stückchen mehr Geld fressen, weil es ist natürlich ein exklusiveres Auto, bla bla bla. Dementsprechend gehen wir mal gerade ganz kurz reingucken. Und schauen noch mal, ob ich vielleicht falsch liege und der Ford GT ein Schnapper ist. Ja, geht so viel teurer ist er jetzt nicht, ne?
Ja, vielleicht können wir. Oh Mann, ich hätte gerne sogar beide, bin ich ehrlich. Aber was kostet das? Whitebody Kit 100k oder 50? Oh, fuck off, Alter. Aber den kann ich mir gar nicht leisten, 50k, stimmt ja. Weil wir haben ja nur 78. Ja, wollen wir jetzt. Ist ein halber Ford GT dazugepackt, Alter. Verwalter an die Hinterachse. Holy fuck, Alter. Ah, ist ein bisschen Blech dazugekommen, aber das Geld haben wir gerade nicht. Aber ich bin ehrlich, ich. Nee, das Problem ist, ich brauche bei ihm nur 100 Punkte. 100 Punkte mit 70.000 rausholen, das ist machbar. 200 Punkte mit 70.000 raus und mein Fokus könnte schon teuer werden. Ja, die Punkte kriegen wir hier recht easy rausgeschmissen. Ja, komm, den Fokus bauen wir wann anders auf. Wir bauen den Ford GT auf und gut ist der Bums hier. Komm. Ich guck mal kurz, habe ich für den Wagen schon was an Stilen? Ich guck gerade mal. Vielleicht haben wir für den schon eine geile Livery. Aber dann bauen wir den Ford GT auf, komm. Ich habe es dir letztes Mal gesagt, ich will Ford GT fahren. Ford GT ist auch ein bisschen krasser als ein Ford Focus. Wer hätte damit gerechnet, Lukas? Danke, dass du uns mit deinen Weisheiten überschüttest. Kein Thema, Leute. So, Rennersbuch mache ich trotzdem mit. Bums egal, das muss kommen. So, mir wurde auch gesagt, das Fahrwerk geht nebenbei noch tiefer hier, das voll anpassbare, aber das ist jetzt ein bisschen teuer. Deswegen nehmen wir das höhenverstellbare. Und den restlichen Bums machen wir, glaube ich, mit Gewichtsreduktion, würde ich sagen. Zumindest probiere ich das jetzt mal. Da könntest du jetzt mal ein bisschen Gewicht loslassen. Wie sieht's aus? Okay, 6 Punkte ist mir jetzt das nicht mehr wert. Das ist mir zu doof. Bremsen aber. Oh ja, Bremsen bringt auf jeden Fall was. Jetzt sollte der Wagen so langsam aber sicher mal den 700 nahe kommen, weil so lange geht mir die Kohle aus und ich will den auch optisch noch ein bisschen anpassen, sag ich euch. Ich werde die Sportbremsbeläge noch machen, ne? Hier. What the fuck? Rennbremsbeläge sind. Okay, dann lassen wir das. Dann mache ich das halt nicht. Oh, scheiße. Wo kriege ich denn nochmal richtig Punkte raus? 38k vor allem. Holy fuck, ey. Der Rennhardware hat eine Option. Haben wir noch 20k, aber damit kann ich nicht mehr viel anderes machen. Ja. Ja, ich glaube, hier kann ich aber nichts mit rausholen. Nicht so viel, wie ich gerne hätte, bin ich ehrlich. Gerade mal 2 Punkte für 2,8, das ist zu viel, zu wenig. Das bringt gar nichts. Mal das noch. Alter. Ja. Boah, oder ich muss einfach hoffen, dass wir nicht aufs Maul fliegen, ne? Das ist natürlich auch eine Option, die wir jetzt hier haben könnten. Scheiße, Alter. Ja, gleich haben wir's. Mach ich denn jetzt noch, damit ich hier noch ein bisschen aufs Tempo kriege? Das ist so teuer, Alter. Ich sag, wie das ist. Das bringt gefühlt keinen Leistungsunterschied am Ende. Also nicht so viel, wie er haben müsste. Sportler-Filter bringt noch Punkte. Ich habe noch den Rennen. Ne, hab ich noch nicht. Ja, 1-1 können wir reinbuttern. Machen wir einen Sportler-Filter drauf. Gleich habe ich's. Das wilde Zusammengepuzzle von Teilen. Damit der Wagen irgendwie auf eine Leistungskurve kommt und mir echt nicht die Kohle die ganze Zeit ausgeht. Oder wir lassen ihn so und hoffen aber, dass wir nicht auf der Fresse fliegen. Was wir leider dann werden. Da bin ich dann leider ehrlich mit euch. Obwohl es immerhin Ford GT. Ich meine, es ist ein Ford GT. Also. Ja, und einen voll anpassbaren Renncomputer rein. So, jetzt aber das. Rest muss so funktionieren. Ist mir jetzt egal. Ich will ein bisschen Kohle haben für DJ Auto. Wir bauen den Wagen schon nicht breit. Aber es ist ein bisschen schön. Habe ich für den vielleicht einen Stil? Gucken wir mal in meiner Sammlung. Ah, es gefällt mir. Ist vor allem ein verbreitetes Fahrzeug. Da war die Kohle eh nicht für, leider. So, Räder ändern wir auf jeden Fall, weil die gefallen mir nicht. Können wir da LM draufpacken? Ja, wunderschön. Das harmonisiert doch direkt schon viel schöner. Breit und auch bitte breit. Ja, ach Gott, das sieht doch direkt schnuckelig aus. Passt doch gut zum Ford GT. So, Front. Oh, Alter, was für Schwerter. Holy shit, ey. Junge, wie viel Lippe das...
Ja, natürlich. Bisschen Bodykit schadet nie, würde ich sagen, ne? Junge, was du dem am Bodykit da dran prügeln kannst, ist aber... Und da, warte mal, kein Diffusor. Ah, er hat schon einen, ne? Stimmt ja. Und wir haben Typ A. Da haben wir Rennflügel oder unsere Benutzerflügel. Da können wir natürlich auch einen hohen setzen. Oh, der hohe ist dann ein Schwanenhals. Aber ich finde den Typ A schon sehr geil. Wir nehmen den Typ A, den finde ich optisch schon sehr passend. Boah, sieht aber gut aus, der Kollege. Das gefällt mir gut. Motorschiffe kann ich mir da schenken. Abstellparken können wir euch mal machen. Das finde ich ganz attraktiv bei dem Auto. Glühbirnen mache ich mal gelb, weil ich habe einfach Bock drauf. Das ist der einzige wahre Grund. Kennzeichen schenken wir uns. Bremssattel machen wir blau. Problem ist, wenn ich die Farbe ändere, dann bin ich mir sicher, dass er die Streifen runterschmeißt. Richtig? Wenn ich jetzt Lack mache, ja, dann schmeißt er den Streifen runter. Wir haben ihn leider in weiß-blau, obwohl nicht leider in weiß-blau bekommen, aber er sieht in schwarz-gelb halt nochmal tacken geiler aus, bin ich ehrlich. Boah, sieht aber trotzdem cool aus. Aber ich hätte ihn gerne in schwarz mit gelben Streifen. Wisst ihr, was ich meine? Wir gucken mal gerade. Wir schauen mal gerade kurz, ob sich jemand erbarmt hat, unserem Optikgeschmack nahe zu kommen. Ich hoffe nur, dass er keine Felgen gekauft hat, die uns wieder Unmengen an Kohle kosten. Ich finde auch gut, Hälfte der Folge ist schon rum. Oder nicht mal die Hälfte der Folge. Und ich bin aber auch im Autotune. Wahrscheinlich sind es auch wieder dreiviertel Regenrennen, so wie ich das Spiel kenne. Und ich mir die Karre komplett am Ende vertuned habe. Wir schauen mal, ob wir einen Stil finden, der schwarz-gelb ist. Ja gut, das GTM. Ich will das LM-Spec-Design will ich nicht haben, weil den Wagen müssen wir uns auch kaufen. Ich hätte ihn aber schwarz gerne mit gelben... Gelb mit schwarzen Streifen. Nee, schwarz mit gelb. So rum? Oder will ich... Ich will glaube andersrum. Ich will glaube schwarz mit gelben Streifen haben. Aber wir können das hier theoretisch nehmen und die Farben... Ja, umkehren ist kacke. Das ist eine official Color. Ist auch ungetuned vor allem die Kiste. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle das Gelb irgendwie mehr. Fühle ich das mehr? Ich bin jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob ich das mehr fühle. Ich weiß nicht, was ich fühle. Höchstens Magenschmerzen, aber... Ich weiß nicht, warum ich unbedingt schwarz mit gelben Streifen haben will, aber... Ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der das so sieht. Gab es denn überhaupt mit dem Farbschema? Einfach, ich weiß nicht, warum ich diese Farbkombination so derb im Kopf habe. Wir nehmen das jetzt gerade mal. Wo ist denn der Bums jetzt hier? Wo habe ich es denn gesehen gehabt? Da. Das ist ein Official Color. Das kann nicht bearbeitet werden. Nehmen wir das mal. So, Innensammlung. Muss ich gleich kurz wieder meine Anbauteile dran packen, aber im Allgemeinen ist der, kostet die Lackierung mich so nichts, weil der nette Herr keine anderen Felgen auf die Karre geprügelt hat. Und mir sonst die so mich noch mehr Geld aus der Tasche nimmt. So. Ich weiß, weiß-blau sieht auch sexy aus, aber ich fühle das hier gerade ein bisschen mehr. Fuck, der scheiß Gelb kostet arsch viel. Yo, 4000 für eine Farbe ausgeben. Ja, moin. So, kurz wieder zurückbauen, wo ich ihn haben wollte. Ich hätte immer noch gerne einen größeren Diffuser, bin ich ehrlich mit euch. Das wäre immer noch ein bisschen nicer. Aber na gut, ist ja kein Wunschkonzert. Ich hab's verstanden. So. Das Gute ist, durch die Meisterschaft werden wir wieder Geld reinbekommen. Problem ist, ich werde die Meisterschaft nicht gewinnen. Ja, wird schön. Haben wir das auch geklärt. Schön. Machen wir gelb. Passt jetzt besser. Glühbirne machen wir auch gelb. Gut. Haben wir das auch geklärt. Schön. Dann können wir jetzt endlich die Meisterschaft fahren. Hat 14 Minuten habe ich es dann auch mal geschafft, dass wir fertig getuned haben. Bei dem Auto war es Tuning technisch nicht mal so viel ging. Aber das war eher so ein wildes Rätsel, in welche Teile baue ich jetzt ein, weil ich schon wieder an meinem finanziellen Existenzminimum am Arbeiten bin. Ich liebe es. Ich liebe es. Habe ich jetzt überhaupt hier reingegangen? Ja, ich wollte die Karren ein bisschen tiefer legen. Es ist, macht überhaupt gar keinen Sinn, aber ich will es einfach, weil tiefer. Und ja, wie gesagt, mit dem anderen Fahrwerk sollte es wahrscheinlich noch tiefer gehen. Und das wäre natürlich dann noch ein bisschen geiler. Oh, das gibt sogar 2 Punkte dazu. Siehst du, 679 Punkte. Das Spiel unterstützt meinen Hang zu tiefen Autos. Legitim. Absolut legitim. So. Dann gehen wir mal rein in die Pan American Meisterschaft. Wir fahren Blue Moon Speedway, Daytona und Interlagos. So, rein da. Vamos. Wir rennen Nummer 1. Unser Auto ist natürlich leistungstechnisch 21 Punkte dran vorbei. Aber wir schauen mal. So, Oval und sowas dürfte das Ding ganz gut gehen, weil wir haben halt Bums. Na gut. Die breite Karosserie des Autos ist echt cool. Ich bin bei der... Stimmt, der spielt darauf an, dass wir ja ein Whitebody-Auto hier fahren. Und ich genau jetzt mein Whitebody-Auto nicht genommen habe. Ja, ja.
Ich bin bei der Grand Tourism World Tour 2018 in Las Vegas in meiner grünen Corvette angetreten. Ob sich noch irgendwer daran erinnert? Beim Kurvenfahrten auf normalen Strecken können schon die kleinsten Unterschiede große Auswirkungen haben. Besonders die erste Kurve ist sehr wichtig, achten Sie darauf, nicht ins Rutschen zu kommen. Dankeschön. Abgesehen von Autos mag ich auch noch Flugzeuge. Ich habe sogar eine Privatpilotenlizenz. Ziemlich cool, was? Geil, jetzt fangen die ganzen Grand Tourism-Leute hier auch noch an zu flexen. Ah ja, okay. Immer wenn meine Familie Lieblingssendung sehen wollte, spielte ich am tragbaren Fernseher weiter PlayStation. Der kleine Bildschirm erschwert das Fahren zwar ein wenig, aber es hat genauso viel Spaß gemacht. Nein, hat's nicht. Wenn du weniger siehst, macht das weniger Spaß. Tu nicht so. So, mal ganz kurz hier wieder ein bisschen umstellen. Wir haben Multiplayer gespielt, dies, das, ihr wisst Bescheid. Dementsprechend gucke ich auch gerade mal kurz hierher, dass er nicht hier wieder irgendwas umgestellt hat. Passt auch wunderbar. Sehr schön, können wir weitermachen. Gut, rein da. 6 Runden, oval. Gucken wir mal, was der Ford GT so kann. Ich hoffe, ein bisschen was. Ich bin gespannt. Oh, doch, ein Gelb mit dem BBS LMM, das scheppert schon. Kopf, falsche Ansicht. Hab's gleich. Schöne Rennabpressenlage. Ich bin mal gespannt, was die beim VGT so klangtechnisch macht. Sorgt auf jeden Fall für Flammenwurf. Aber da ist der Ford Focus. Ja, die haben echt einen großen Flügel, oder? Wow! Hab's gleich. Oh ja, die haben echt. Oh ja, für den gibt's so einen WRC-Style-Spoiler. Oh ja, okay. Focus RS müssen wir noch tunen, aber Hallöchen, Alter. Da bin ich aber sofort am Start. So, VGT, zeig mal, was du kannst. Oh Gott, aua. Was ich kann, ist das Ding wunderbar in die Mauer scheppern. Ich bin noch ein bisschen überfordert, wie schnell ich durch dieses Oval kann und wie nicht. Okay, moin. Ist ja auch ein Trio-Oval. Ich mag Ovale nicht, die so dermaßen unterschiedliche Kurven haben. Warum können die nicht einfach überall einfach Kreise bauen? Also Ovale von mir aus. Aber kein Trio-Oval. Mach doch kein Dreieck da draus, Alter. Ich habe damals in Mathe schon bei den Rechnungen gekotzt. Der Ford GT war damals mal ein bisschen auch dafür bekannt, ein bisschen zu killen, weil ich meine, V8-Kompressor hängt ja im Nacken. Und es ist wohl schon eine ganz schön krasse Bitch, der Kollege. Also es ist wohl schon ein Monster auf 4 Rädern, was sich jederzeit so ein bisschen versucht umzubringen. Da musst du dich halt drauf wappnen. Ja, come on. Und raus. Wir haben ja 6 Runden Zeit. Wenn wir auf den gerade mal ein bisschen mit Windschatten arbeiten können, können wir auch ein bisschen unser Leistungsdefizit, was wir haben, ein bisschen zurückfahren, reduzieren. Schauen wir mal. Ja, Kurvenausgänge muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe auch ein bisschen Angst, bin ich ehrlich gesagt, vor Interlagos. Weil Interlagos mit dem Ding, da gibt es einige Kurven, wo Autos, die gerne mit dem Arsch kommen, echt keinen Spaß machen. Und ich würde ihn jetzt mal ganz klar dazu zählen. Zu dieser wunderbaren Konstellation von Autos, die mir gerne das Genick brechen wollen. Oh, da haben sich aber welche lieb. Da ist gerade ein bisschen Rauch aufgestoßen. Na, Kurvenausgang habe ich jedenfalls Bums. Leistung haben wir. Ja, Jungs, ist natürlich schön, dass ihr jetzt hier meint, too wide zu gehen. Ist da mal vorbei, danke. Ja, aber so langsam, aber sicher komme ich in die. Ideallinie rein, wollte ich sagen. Wäre nicht schön sein, wenn ich die Mauer einschlage. So, waren sie noch 5. Hälfte des Rennens haben wir gleich, aber es ist möglich. Der VGT kann ein bisschen was. Er ist Gott sei Dank auf dem Geraden recht flott. Das ist ein großer Vorteil. Er ist nicht langsam. Er hat serienmäßig schon ein gutes Paketchen an Leistung mit dabei. Und ist ein sportliches Fahrzeug. Ne? Es ist immer ein Ford GT. Das ist kein Ford Focus, was wir hier fahren. Ja, krass, was der für Walzen hinten einfach drauf hat, ne? Ey, diese Reifen hinten. Junge, damit kannst du Straßen asphaltieren, wenn du das vorne an LKW schnallst, ey, Junge. An Traktor oder wie auch immer, die Thermaschinen da, ihr wisst, was ich meine. So.
Außenrohr. Easy. Catcht. Wunderbar. So, dann sind wir auf Platz 5. Da vorne sind die ersten 4. Ah, wir haben auf jeden Fall Chancen mit der VKT. Ist nicht unmöglich. Obwohl es kein Toyota ist. Stehe wegen nichts ist unmöglich. Na egal, lassen wir das. Noch 2 Runden haben wir noch. Müssen wir ein bisschen mal ranfliegen hier. Gut ist, das ist ein Kampfgrüppchen. Die haben sich schön alle doll lieb miteinander. Und ja, ich möchte mal ein bisschen Mitliebe machen. Manchmal sage ich Sätze, bevor ich sie ausgedacht habe. Das ist, ich sollte erst zu Ende denken und dann reden mit euch. Manchmal würde das mir einige Situationen ersparen, ich bin ehrlich. Da ist auch ein Ford GT dabei. Boah, da habe ich das Ding aber gerade noch gerettet. Ja, bisschen spät. Jetzt aber. Komm. In den Windschatten rein und ans Grüppchen ran. Wir haben noch eine Runde. Jetzt muss Attacke kommen, die Runde hier. Weil das ist ein Rennen, wo ich glaube, viele Punkte machen kann. Ah, ein GT40 ist es sogar. Ja, moin. Günstig. Ich weiß gar nicht, ob der gerade beim Händler ist für 8 Millionen oder sowas. Könnte sein. Der ist, glaube ich, beim legendären Dealer gerade für 8 Millionen drin. Alter, du. Das war ein mutiger Move, mir so vor die Karre zu hämmern. Holy shit. Ich bin Millimeter weiter vorne gewesen, hätte das gerade richtig gekracht. Komm, GT, zü! Ey! Ey, da lenkt der mich rein, ich glaub, es hackt! Oh Gott, ich fahre hier gerade so am Limit. Reinbremsen! Oh, okay, das war assi, ich weiß, aber ist mir egal. Ich hab auch letztens unter dem Polo-Video jemand dafür gebannt. Also, weil mir das halt zu doof war. Da hat auch jemand gemeint, also, ich möchte betonen, es war ein Singleplayer-Rennen, ne? Also wie scheiße ich fahre, kürzt ab, rammt die Gegner weg und freut sich dann auch über den Sieg. Was ein Affe, denke ich mir so. Digga, wir fahren hier Singleplayer, beruhig dich doch mal wieder. Ich weiß nicht warum, also ich weiß nicht, was an seinem Tag in dem Moment schiefgelaufen ist. Es hat ihn stark angegriffen, dass ich abkürze, Gegner ramme und mich dann über den Sieg freue. Das hat ihn seelisch fertig gemacht. Ich lese mir die Kommentare und denke so. Warum macht dich das jetzt so traurig? Was ist heute nicht gut gewesen bei dir? Deswegen hast du gedacht so, aua, nee, das ist heute nicht, das finde ich nicht gut. Alter, 52.000 für ein Rennen. Oh, heute machen wir unser Portemonnaie wieder ein bisschen praller. Das Problem ist, es ist gerade beim Gebrauchtwagenhändler. Ich weiß, was ich jetzt wieder sagen will, ne? Es ist ein 300 ZX drin, MK3 Supra. Kann sein, dass ich nach der Folge wieder ein bisschen in Japaner investiere. Es tut mir leid, Leute. Wenn ich mir schon die ganzen scheiß teuren Autos nicht leisten kann, muss ich mir wissen, unnötig teure Japaner kaufen. Lasst mich, okay? Alle haben ihren Fetisch. Ich lebe das mal ein bisschen offener aus. So. 5 Runden Daytona. 5! Okay, sportlich. Der Mustang ist ein legendäres Sportauto von Ford mit einer langen Geschichte. Ich hoffe, ich kann ihn in Zukunft weiterhin fahren. Die Steilkurve in Daytona haben es echt in sich. Die Steilste hat eine Neigung von 31 Grad. Was möchte ich mir sagen? Ich schmeiße die Karre gleich in der Steilkurve weg oder worauf ich noch wieder hinaus? Als in Buenos Aires geborener Argentinier zieht es mich in Länder, wo die Leute herzlich und freundlich sind. Okay. Meinte damit jetzt die USA, die einem freundlich ist? Keine Ahnung, meinte er damit. Red doch mehr mit mir. Hör doch nicht mitten im Satz auf. So, das ist auch eine Strecke, die dem Ford GT noch liegen sollte. Wie gesagt, Interlagos ist ein bisschen schwieriger. Man muss halt sagen, wir liegen halt, wie gesagt, 21 Punkte hinter dem Score, den wir haben sollten. Also dementsprechend haben wir ein bisschen Arbeitspotenzial. Aber wir haben halt in Bremsen Reifen investiert. Das macht es einfach. Alter, lenk doch ein, bitte. Ich wollte gerade sagen, einfacher, aber der Kollege beschwert sich hier gerade bei der ersten Kurve ein bisschen mehr, als mir lieb ist. Boah, Junge, das wird jetzt dritt auf der Kanonenkugel hier. Der Fokus davon ist extrem geil mit dieser klassischen Ford Livery. Das ist schon nice. Ja, Infield vergessen war. Unser Ding wird das Oval hier werden. Oh, komm, Corvette, jetzt. Verkuschel dich hier, Mensch. Oh Gott, ich bin das Gas so am Streicheln. Junge, ey. Was hat den Vorteil? Er hat Allrad, das hab ich nicht. Oh Gott.
Bruder. Das hat mich gerade fast umgebracht. Leco, im Oval, da habe ich meinen Vorteil. Wenn ich mal Grip habe, dann marschieren wir auch wirklich marschieren wir richtig. Problem ist, der Punkt mit dem Grip ist so ein bisschen das Ding. Oh, Bruder, ich bin zu spät dran. Oh Gott, bisschen spät, alles gut. Ja, so macht man das im Sportmodus auch, alles gut. Ich habe bei den Profis gelernt. Scheiße. Boah, ich bin halt heute den ganzen Tag nur in Gruppe 3 und Gruppe 4 Autos, nur Gruppe 3 Fahrzeuge gefahren, halt Rennfahrzeuge, und deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert mit unserem GT. Ja, moin, darf ich mal? Ja, wo war sie? War halt brutal überlegen. Holy shit, Junge. Oh Gott. Oh, sorry. Ah, kurz mal ein bisschen Blech ausgetauscht, muss ja auch mal sein. Das 4 mit dem Spoiler sieht halt schon geil aus, ne? Kommt wieder Infield? Na. Komm, wenn ich einmal Leistung auf den Asphalt lege, ne? Da marschiert der GT aber auch. Hoppala, hoppala, hoppala. Kurz mal die Siegeshymne gesungen. Oh, Bruder, komm. So, jetzt mal gucken, wie wir den Entry ins Oval diesmal ein bisschen schöner gelöst kriegen. Ohne vielleicht die Karre komplett in den Dreck zu schmeißen. So, jetzt aber. Wäre aber noch nicht schön gelöst, bin ich gar nicht. Wir haben ja noch 3 Runden, um das zu üben. So. Jetzt mal hier mal so. Jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich hier bremsen. Ich muss viel früher ankern, ne? Ja, das war besser. Ja, viel schöner. Vor allem komme ich jetzt auch viel schöner als Oval wieder rein. Kann viel mehr Speed mitnehmen. Das hat sich schon gelohnt. Das war schon ganz solide. So, einmal ran hier an unseren Fuhrgroßvater. Moin, moin. Dann holen wir mal den Viper. Und dann hier auf Platz 3 auch noch den Mustang. So, damit waren es noch 2 Leute. Wir sind gerade in Runde 2 von 5. Okay, man muss sagen, der Ford GT war auf jeden Fall keine schlechte Fahrzeugwahl, weil selbst mit zu wenig Score ist der hier am Marschieren. Weil wir das Glück haben, dass halt wirklich Rennstrecken sind, die voll auf Speed aus sind. Wie gesagt, in der Lagos ist es gleich nicht so, deswegen da werden wir euch ein bisschen federn lassen. Deswegen sind aber die Siege in Rennen 1 und 2 für die Meisterschaftswertung umso wichtiger. Das haben wir am Ende nicht zu sehr federn lassen. Komm rum. Problem ist, Frager und Solis werden trotzdem wieder vorne landen. Obwohl sind sie ja gerade auch nicht gelandet. Der GT40 war ja erster im Rennen davor. Zweiter im Rennen davor. Ja, mal gucken, was das so mit sich bringt. Wir müssen ja mal gucken, wie die Wertung gleich ist so für uns. Opa. Beiden kommt sich auf jeden Fall in die Quere. Wäre gut für uns. Aber die haben auch böses Vorsprung rausgefahren. Aber schönes Duell, Viper gegen Corvette, klassischer geht's ja kaum. Gut, das ist jetzt die 7 gegen eine alte GTS eher, aber oder GTS so rum. Oder ist eine ACR, so, ich weiß gar nicht. Und jetzt voll drauf, sehr gut. Okay, super. So. Einmal auf Jagd beginnen. Alter, wie ich am Oval einfach an Speed-Überschuss gewinne. Guckt euch das mal an. Das ist ja lächerlich, wie viel schneller ich hier bin. Holy shit. Moin, Jungs. Jetzt schon geholt. Wir fahren auch in Daytona ein bisschen in die Nacht wieder rein. Das finde ich geil. Ist auf der Strecke echt schön, weil die halt so Stadionbeleuchtung hat. So, jetzt haben wir 2 schöne Touristenrunden hier, weil jetzt sind wir schon vorbei. Das ging schneller als gedacht. Und ich wollte eigentlich noch irgendwie 20 Punkte aus dem GT rauskitzeln. Das ist überhaupt nicht nötig, Alter. Wie gesagt, klar, Handling, ja, ist eine ganz schöne Zicke, vor allem unter Traktionskontrolle, aber auf den Geraden, pff, das ist ja kein Vergleich. Es ist ja kein Vergleich. Oh, jetzt habe ich die Bremsprogramm ein bisschen versemmelt. Schöne von der Nacht ist, man sieht die Flammen gleich wieder besser. Wenn der Ford GT gleich schön Flammenwerfer spielt, sieht man das viel besser.
Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schön vorsichtig hier im Infield, keinen dummen Fehler machen. Weil ihr seht, im Infield holen die Böse jetzt mal auf, Alter. Ich habe ja 5 Sekunden, bin ich hier vorher mit 5 Sekunden Vorsprung reingegangen. In dem Infield lasse ich gerade richtig federn, weil ich den GT hier nicht ansatzweise ausfahren kann. Weil mir jede Kurve das Genick brechen will. Ich habe jetzt schon Schiss vor Interlagos, wirklich. Also wirklich, ich habe Schiss. Wie die wieder reingekommen sind. So wie der Solis. Mit der Viper. So, und jetzt lasse ich meine wunderbaren Freunde die Pferde im Kopf, in der Mitte des Autos spielen. So. See ya. Geschwindigkeitsüberschuss ist gestört. Also wirklich gestört. Wahnsinn, wie viel Leistung der Wagen hier abruft. Ich hatte wirklich die Vermutung, dass die Meisterschaft auf keinen Fall gewinnen, weil, wie gesagt, unser Wagen hier zu langsam ist, aber... Wie gesagt, unser Zettel 1 ist, glaube ich, 350 gefahren und da war Gangende und ich bin hier bei über 300 Sachen noch nicht mal im 6. Und wir haben 6 Gänge, ne? Also ich komme hier mit 330 durch so Wagen gescheppert und da ist noch Luft nach oben. Guck's mal an, der marschiert hier immer noch wie Hölle, also der könnte noch viel mehr, das ist... So, letzte Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, moin, darf ich da mal? Bremsburg ja gar nicht verpasst. Ich wollte unbedingt mal den Speed ausfahren, ihr wisst, wie ich meine. So. Jetzt ist wieder die Uhrzeit für wunderbare Stichflammen. Wer hat ein bisschen Barbecue bestellt? Schön amerikanisches Barbecue to go. Einfach das Fleisch hinten schön vom Spoiler runterhängen lassen und dann... Läuft das schon. Der Marshmallow geht halt gar nicht, weil Marshmallow wird einfach vom Stock runtergepustet. Der Stock ist auch gleich weg. Und das Kind. Ist einfach alles weg. Was ich sehr interessant finde, dass die dritte Bremsleuchte oben auch ein Licht ist bei ihm. Könnt ihr das bitte bestätigen? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass die dritte Bremsleuchte auch als Abblendlicht funktioniert. Oder liege ich da falsch? Wenn ja, bitte korrigieren und sagen, oh doch, doch, Lukas, der Ford geht hier auch seine dritte Bremsleuchte an, wenn er nur das Licht an hat. Weil normal sollte die ja leuchten, wenn man bremst. Macht sie auch, die wird ja dann nochmal heller, aber ich habe auch gedacht, dass die dritte Bremsleuchte allgemein nur für Bremsen da ist und nicht für Licht. Mir fällt sonst auch kein Auto ein, wo die sonst leuchten würde. Das war jetzt schön reingebremst hier. Das war gerade so smooth. Holy fuck, das war die smoothste Schikane ever, Alter. Boah, war das gerade schön anzuschauen. Das war schon sehr schön. Und über 10 Sekunden Vorsprung ballern wir hier ins Ziel rein. Ja, gucken wir mal, was die Meisterschaftsführung gleich sagt. Wenn die gut vorne ausgebaut ist, können wir uns auch einen Nicht-Sieg in Interlagos leisten. Schauen wir mal. Sehr schön. Platz 1 in der Tasche. So. Zwölf Punkte gibt es jedes Mal. Ich habe jetzt 6 Punkte Vorsprung. Also 6 Punkte. Warte mal, wie viel krieg ich denn für den? 2 weniger, 4 weniger. Ne, warte mal. Ne, es geht 10, 8, 7. Warte mal, wie viele Punkte? 6 weniger. Ich muss Minimum 7 Punkte holen. Heißt, Minimum 5. werden. Ja, okay, das kriegen wir hin. 5. und dann ist safe. 5 Punkte, dann haben wir es. Ah, es gab 55.000, weil es sauberes Rennen war. Das war es jetzt gerade leider nicht, schade. Aber okay, nee, das kriegen wir hin. Das kriegen wir, 5. sollten wir hinbekommen. Wie gesagt, mit den ersten 2, 3 komme ich nicht so mit. Aber der restliche Fahrer kriege ich eigentlich hin. Oh, 5 Runden auch. Holy shit, okay, gut. Das Interlagos wird jetzt tricky. Vor allem dieser bergige Part in der Mitte der Strecke. Der ist, anspruchsvoll mit dem Auto. Hallo, hola, mein Name ist Fabian Portilla. Ich komme aus Chile, genau wie Nicolas Rubilia und Nico. Genau wie Nicolas Rubilia und Nico und ich sind gute Freunde. Das erste Mal, als ich diese Viper live gesehen habe, war auf der Chile Autoshow in der Hauptstadt Santiago. In dem Moment, als ich sie sah, wusste ich, dass ich niemals etwas mehr lieben würde als Autos. Heute trete ich in einer blauen Viper an. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Manuel Rodriguez und komme aus Spanien. Zu den Top 3 meiner Traumautos steht der Ford GT4, den ich heute fahren werde.
Ich hoffe, dass ich auch in den anderen beiden Rennen, auch in den anderen beiden einmal Rennen fahren kann. Ach so, in den anderen Ford GTs. Ach so, ja, mein Gott, Alter. Red doch Deutsch mit mir. So, dann schauen wir mal. Ich habe ein bisschen Angst. Holy shit, die erste Kurve habe ich ja vollkommen schon verpennt. Dieser Spoiler am VGT, Junge, der macht mich schon immer wuschig, ey. Holy shit, ey. Wir müssen nur Platz 5 holen. Das sollte machbar sein. Mit Platz 5 sind wir auch sicher Erster, weil dann haben wir sogar noch einen Punkt Vorsprung. Also wenn die Wertung genauso auflaufen sollte, dass der Erste auch wirklich Erster wird, der Zweite in der Mannschaft wirklich Erster wird. Boah, scheiße. Boah, das wird jetzt hier ein Ritt, ey. Ich schreck jetzt Gott sei Dank schon ein paar Mal gefahren, weil die momentan im Sportmode 1 der Daily Races ist. Aber da fährt man halt mit Gruppe 3 Fahrzeugen. Die ein bisschen geiler ums Eck gehen als ein Ford GT. Ich muss auch sagen, wie gesagt, ich finde die Generation geiler als die aktuelle Generation. Die aktuelle ist cool, versteht mich nicht falsch, aber ich mag bei dem hier, erstmal weil der Look mir optisch näher an den Oldschool Ford GT rankommt. Ich mag die gesamte Optik lieber und halt dieses Assige, was der GT hat mit dem Motorkonzept hier. V8-Kompressor. Boah. Platz 11 haben wir schon mal. Da bin ich nicht so ein einfacher Marsch. Auf den anderen Strecken. So, statt Zielgerade können wir, denke ich, mal noch ein bisschen was machen an Zeit. Boah, ja, ey. Vergesst es, Alter. Boah, du kleine Zicke, ey. Da kam aber plötzlich ein schöner Schwung aus der Hüfte. Holy shit. Habe ich ja gar nicht gerechnet. Das ist auf jeden Fall ein Rennen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe schon gesagt, der Lagerhaus und ich in der Ford GT. Eieiei, wir werden keine besten Freunde. Boah. Komm, bleib ruhig, Brudi. Alles gut. Lässt mir jetzt Platz oder nicht? Überleg's dir halt. Na, komm schon. Mensch! Ich kann außenrum noch nicht. Oh Gott. Die Bullen werden hier, ne? Die bringen die noch so unfassbar außer Unruhe in die Unruhe. Das ist abnormal, ey. Normal kannst du hier komplett durchladen mit einem Auto mit vernünftigem Griff, aber nicht mit dem Ford GT. Keine Chance. Sag mal. So, wir sind schon auf Platz 8. Platz 5 ist aber ein Stückchen weg. Okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen fliegen lassen. So, Platz 7 haben wir auch. Bei Platz 5 hat ein paar Meterchen. Da müssen wir auch erstmal drankommen. Weil den Leistungsüberschuss, den wir sonst hatten, den können wir hier nicht so ausspielen, weil wir hier nicht so viel durchladen können. Boah, Alter. Ich bin kurz davor, mit Traktionsstrahl zu machen, aber ich will den Wagen ohne fahren können.
Ja, Platz 5 kriegen wir schon. Auch wenn ich mich nicht eindrehe oder so, geht das. Aber wird hier kein Rennsieg in dem Rennen. Nee. So, come on. So, da ist Platz 5, okay. Komm schon, komm schon. So, jetzt können wir durchladen. Jetzt haben wir auch den Geschwindigkeitsüberschuss, den wir brauchen. Sie ja. So, sehr gut. Okay, Platz 5 haben wir. Wir haben ja noch 2 Ründchen, also alles gut. Boah, Alter, wo der Bremspunkt mit normalen Fahrzeugen ist. Und ich habe ja schon verbesserte Bremsen drauf. Ist schon echt krass, ey. Kein Vergleich zu den Gruppe 3. Und ja, ich meine, Rennwagen natürlich sind die besser, das ist mir vollkommen bewusst. Wäre schon geil, wenn wir trotzdem um den Sieg vielleicht mehr mitgehören könnten, aber ich bin so langsam, aber sicher mich immer mehr am Rand tasten an die Strecke mit dem Wagen zusammen. Wenn das Gaspedal ein bisschen sanfter drückt, dann geht das auch. GT sind wir auch dran. Innen durch, sehr schön. Da sind die ersten 3. Ja, doch, wenn wir uns gut anstellen, können wir hier vielleicht einen Sieg reinholen sogar. Gibt natürlich wieder leider keine Wertung für sauberes Rennen. Schön wäre es, wäre extra Cash, aber naja. Ich bin mal gespannt, wie viel wir für den Meisterschaftsabschluss bekommen. Schön. Ja, so langsam habe ich die Strecke mit dem Wagen raus. So langsam werden wir uns einig. So eine Runde noch. Mal gucken, ob wir vielleicht noch vorne mitmischen können im Trio da vorne. Oh Gott, Alter. Bin hier mich aber immer verschätzen, ey. Aber ich glaube, Frager ist erst zweiter sogar in der Meisterschaft. Also der hat eh gar nichts mehr zu mischen jetzt hier, weil er gerade Dritter ist. Hoppa, und Gas, komm. Vielleicht können wir ja doch noch was drehen. Ja, Podium holen wir uns auf jeden Fall. Podium wird auf jeden Fall einmal einverleibt. Dankeschön. Ein bisschen weit raus. Ja, okay, vergessen wir das mit dem Podium wieder. Ich sag nichts. Junge. Boah, ich habe fast 10 Sekunden auf Platz. Okay, klar, was der Weekday ihn angestellt hat. Ja, da bin ich einmal zu weit raus, dann kam er wieder wunderbar. Unser Buddy, ja. Komm, Podium will ich zumindest noch holen irgendwie. Für meinen Anspruch. Ah, Junge. Nee, werden wir nicht holen. Ich habe keine Chance, jetzt mehr vorbeizukommen. Zu viele Kurven, wo ich allein mit dem Wagen selber kämpfen muss. Ja, vielleicht hier noch. Scheiße. Ja, es war abzusehen, dass das passieren wird. Es war leider abzusehen, dass das passieren wird. Naja, passiert, alles gut. Meistens haben wir trotzdem in der Tasche. Ich wollte es halt nochmal probieren und dann. Ich habe fast damit gerechnet, dass er mir gleich das Heck rumwerfen wird und dann war halt weg. Dann war halt komplett Ende offen. Ende. Ah, ja, gut. Aber insgesamt haben wir trotzdem gewonnen. Das ist das Wichtigste. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er als Meisterschaftsabschluss bekommt. 70k, ja, okay. Das ist okay.
Aber zumindest mal wieder ein bisschen. Oh, okay, das wird eine sehr geile nächste Meisterschaft, merke ich gerade. Oh ja, das wird vor allem eine teure Meisterschaft, holy fuck. Oh, die 993 RSCS Clubsport, ey, geil. Boah, den hätte ich schon gerne gehabt. Ich weiß nicht, ob der beim nächsten Menü überhaupt dabei ist, aber wir haben einen GT3 auf jeden Fall bekommen. Unser erster 911er. Oder? Doch, unser erster 911er. Boah, den müssen wir nächstes Mal tunen. Ist mir scheißegal. Wir tunen nächstes Mal den GT3. Ist mir bums egal, Leute. Da hab ich viel zu sehr Bock drauf. Das ist mir ja sowas von bums egal, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Ich mach das trotzdem. Edge. Ich will schon meine ganzen finanziellen Ersparnisse kosten, aber naja. Was soll's? So, einmal ins Café. Ausgezeichnete Arbeit, sie haben die Panamerikische Meisterschaft gewonnen. Ich rede jetzt andere Sprache einfach mal so. Ich habe hier Ihre Belohnung für Sie. Greifen Sie zu. Wir stellen Roulette-Ticket. Nice. Verbessern Sie Ihren Porsche. Okay. Tunen Sie ihn auf 650, 600 LP. Ja gut, gucken wir nächstes Mal rein. Das machen wir nächstes Mal. Wir drehen am Ende nochmal ganz kurz am wunderbaren Rad. Wir haben im Stream nebenbei mit einem wunderbaren Roulette einen Nissan GT-R Gruppe B gewonnen. Ja, man kann auch mal Autos gewinnen. Das, die Ausnahme soll es anscheinend geben. Wenn ich jetzt den Tundra gewinne, raste ich aus. Ich schwör's euch. Dann vergesse ich mich. Ich kann damit nicht mal was machen, oder? Ich habe jetzt den einfach zweimal, richtig? Ich kann nicht mal... Kann ich damit irgendwas machen? Nee, ne? Die gibt mir auch nicht mal Punkte. Doch, bringt er mir sogar noch. Ach, krass. Einen habe ich ja schon. Jetzt habe ich ihn zweimal. Aber ich kann den nicht verkaufen jetzt, obwohl ich den zweimal habe, ne? Weil das sind die, den wir haben. Was kann ich mit dem hier machen? Da kann ich nichts mehr machen, ne? Oder kann ich damit irgendwas machen? Nö. Cool. Ja, nice. Ah, ne. Ach, doch, da. Favoriten. Verwerfen. Geil, ich habe jetzt aber zwei Toyota Tundra. Ja, moin! Und damit beenden wir diese wunderbare Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ganz gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich selber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss.